Hallo und herzlich willkommen, hier ist Basti oder auch Modern Consumer und ich bin heute hier im Toverland in Holland. Herzlich willkommen, ich bin das zweite Mal heute hier im Park. Wir sind heute zu viert unterwegs und wir haben mal wieder bestes Wetter. Man sieht es wieder im Hintergrund, wir werden heute über 30 Grad bekommen. ja, und ich hoffe, es wird nicht allzu voll, es ist aber ein Sonntag. Also mal gucken, was wird. Ich versuche euch so ein bisschen was von meinem Tag hier heute zu zeigen. Wünsche euch viel Spaß beim Video und ich freue mich auf, muss ich ja noch ganz kurz sagen, ich freue mich auf die Booster Bikes, ich freue mich auf Troy, die Holzachterbahn hier im Toverland, ich freue mich auf Phoenix und den neuen Skyfly, der hier ist, und vielleicht hole ich den Michael nachher nochmal ran, der kennt sich hier richtig gut aus. Und ja, ich wünsche euch, wie gesagt, einfach mal viel Spaß. Ich bin wieder super aufgeregt hier mit dem Filmen und sowas. Falls ihr noch nicht meine anderen Videos gesehen habt, ich war ja dieses Jahr schon im Phantasialand, im Europapark und Hansapark und heute halt das Toverland. Ja, ich freue mich. Bis gleich. So, unsere erste Achterbahn heute wird Troy auch sein. Holzachterbahn. Sehr temporeich, hat auch ein bisschen was von Wodan, finde ich, weil Wodan ist auch so schnell mit Kurven und sowas. Ja, und ihr habt ja vielleicht mein Top 10 Listenvideo gesehen, Top 10 Achterbahn, da ist Troy sehr weit vorne mit dabei und ich hoffe, es wird heute wieder bestätigt, dass diese Bahn so geil ist. Und ich freue mich auch schon auf den Sound in der Station, den werde ich euch auch gleich nochmal mitnehmen. Sehr geil. Und jetzt fährt sie gerade hoch, es dauert gerade noch ein bisschen. Dragon Watch ist das neue Ding, Pixarus, Garden Tour gibt es ja schon, Jumping Junior und da fährt Phoenix oder Phoenix. Oh Leute, ist das eine ästhetisch schöne Bahn, ist es einfach unglaublich. Und dann um diese neue Bahn darum, oh herrlich, herrlich. Oh. Die sitzt da oben. Oh. So, hoffentlich sehe ich jetzt auch den Phoenix hier. Fallt er oder nicht? Hast du noch nicht gesehen? Doch, der kommt ja jetzt hier, ne? Ja, ja. Die Kurve soll ja auch noch thematisieren. Ja. Ah ja. Mit Geld da. Ah, das kann auch so sein. Ah. Juhu! Ich bin nass geworden. Aber die Kamera ist trocken. Endlich bin ich hier! Endlich! Oh, da ist hinten, ist immer geil! So, bitte, 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 bitte. Hoffentlich können wir sitzen bleiben. So, ja Leute, wir waren jetzt in Phoenix drin. Drei Runden hintereinander konnten wir gerade fahren, weil es halt einfach so leer da war. Perfekt, wir hätten sogar noch eine Runde fahren können. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter und nachher wollen wir nochmal fahren und dann auch in der ersten Reihe. Ich versuche das auch mal aus der ersten Reihe aufzunehmen. Diese Bahn ist einfach optisch, habt ihr ja schon im Hintergrund gesehen, einfach der absolute Hammer. Sie fährt sich richtig schön angenehm. Es ist wirklich, also die Bahn macht einfach mega Spaß. Und mit diesem neuen Element, ich meine, du bist ja schon vorher diese Kurve hier hinten rumgefahren, super eng. Aber dass jetzt noch dieser Turm da in der Mitte ist, es ist super eng da vorne. Und auf der rechten Seite, wenn man da sitzt, ist es natürlich noch enger. Und dieser Airtime-Moment, wenn du hier rüber fährst, ist einfach mega geil. Die Bahn fährt sich super smoothig, super geil. Ich gehe jetzt mal hier über diese enge Brücke rüber, so wie die anderen auch gerade. Ja, also Phoenix ist eine Top-Achterbahn.
kann man nur empfehlen. Oh, jetzt gehe ich hier über diese Brücke rüber. Ja, das ist auf jeden Fall zu Phoenix. Ich weiß immer noch nicht, wie man diese Bahn ausspricht. Ich sag Phoenix, 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 Phoenix. So, wir stellen uns jetzt beim Wirbelwind an. Das ist ja dieser, sagt man, Mack Ride, wo man mehrere Waggons hat. Mit Soundtrack während der Fahrt. Man dreht sich während der Fahrt. Es wird sehr wild. Und ja, ich versuche, dass ich da mal den Brustgurt anziehe bei. Mal schauen, wie die Fahrt wird. Ich bin ja einmal mitgefahren, war auf jeden Fall aus Erinnerung sehr gut. Oh, schöne Achterbahn. Warum fahre ich eigentlich rückwärts? Ja, nein, jetzt nicht mehr. Aber sehr schön, so weich, also nicht so irgendwas Ruckeliges, ja. Das war super angenehm. Muss das aber auch, sonst ist das, wenn sich das dreht, noch unangenehmer. Schade, steht jemand da. So, wie ihr seht, ist ja eine der Besonderheiten am Toverland, dass hier so Hallen sind. So hatte der Park mal angefangen. Das ist also ein Indoor-Park mal gewesen. Und wir gucken jetzt mal in die andere Halle rein. Da ist auch so eine kleine Kinderachterbahn. Mal gucken, ob wir die mitnehmen. Und ich finde da jetzt mal gleich rein. Das sieht auf jeden Fall alles schön gemacht aus hier. Und ich glaube, ich habe das damals in meinem Video gar nicht so richtig gezeigt. Und deswegen will ich jetzt hier auch heute einmal rumschwenken. Hier seht ihr schon, hier ist eine Lokomotivenbahn für Kinder. Die fährt hier drin bis da oben unter das Dach. Und guck mal, da hinten ist noch so ein kleines Kettenkarussell. Also hier ist schon ein bisschen was geboten. Also wenn es mal regnet draußen, kann man drinnen auch noch mal so ein bisschen was mitnehmen. Also ja, mal gucken, was wir jetzt doch tatsächlich fahren. Aber irgendwie gehen wir gerade woanders hin. Mal schauen. So, der Tag ist vorbei im Toverland. Das ist einmal der Micha. Mahlzeit. Den seht und habt ihr dann vielleicht im Video dann das ein oder andere Mal im Hintergrund gesehen. Du bist ja... Ja, bestimmt. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, ich war ja einmal bei euch im Podcast dabei. Das also richtig. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Den Podcast werde ich auch nochmal verlinken in der Videobeschreibung. Macht Sinn. Das ist nett. Wie heißt der nochmal genau? Podcast, wir sind der Dark Ride, der Freizeitpark-Podcast. Ja. Ganz viele spannende Themen rund um die Freizeitparks, um alle Freizeitparks, wo wir bisher waren. Und spannende Geschichte. Ihr habt viel Ahnung und finde ich, ihr habt schon viel bisschen, Erfahrung. Ja, also mehr als ich, deutlich mehr. Und habt echt, also er hört sich sehr gut an. Ich höre da auch immer wieder gerne rein. Also kann ich nur empfehlen. So, auf jeden Fall waren wir ja heute zu viert im Park. Ja. Und Wetter war perfekt. Kann Mega. Man überhaupt nichts sagen. Aber so ein Tag, wo man eigentlich den ganzen Tag am Schwitzen ist. Und angefangen hatten, wir haben, welche Bahn war die erste? Troy. Wir haben mit Troy angefangen heute tatsächlich. Troy war direkt die erste, weil auch keine lange Wartezeit war. Und ich habe damals Troy ganz weit oben gerankt bei mir und ich habe heute wieder die Bestätigung bekommen, diese Bahn ist einfach der Hammer. Ich liebe diese Bahn. Also wirklich, wir haben auch heute den Vergleich gehabt, von morgens zu abends, um das vorwegzunehmen. Ja, diese Bahn, falls ihr noch nicht gefahren seid, macht ja, sowas hab ich noch nie so bedacht oder gesagt, so morgens ist eine Bahn anders als abends. Ja. Vor allen Dingen bei der Bahn merkst du das extrem, finde ich. Ja, ist ja. Wirklich so. Und vorne und hinten ist auch ein krasser Unterschied, ist eigentlich sowieso klar. Aber ich finde es ja man kriegt das Display geht immer aus irgendwann, aber wir sollten ja noch weiter quatschen. Nee, ich finde auf jeden Fall, hinten ist sie besser, aber vorne ist halt auch immer nett, in der ersten Reihe zu sitzen. Und wir hatten das Glück heute, dass nicht so viel los war, dass wir halt mal ein paar Reihen switchen konnten. Also der Park war gut gefüllt, ja. Aber es waren halt viele Familien da und das hat man daran gemerkt, dass halt die ganzen die Bahnen, wo Familien fahren können, viele genau. Kinder fahren können, da war es immer sehr voll. Aber bei Troy waren 5 Minuten Wartezeit halt da immer. Da haben wir nie länger gewartet. Und wie oft waren wir noch danach gefahren? Zweimal? Dreimal? Fünf, glaube ich. Gefahren. Also auf jeden Fall mega geil. Und ihr seht im Hintergrund hoffentlich das Gameplay, wollte ich was sagen, den On-Ride. Und diese Bahn fährt einfach mit einem Affenspeed die ganze Zeit da lang. Und man hat auch nie das Gefühl, die Bahn wird langsamer. Nein. Man hat das Gefühl, die kommt am Ende an. Du gehst voll in die Bremse rein. Die könnten noch stundenlang weiterfahren. Das ist der Hammer. Also
das Ding. Ich bin auch echt scheppert. Auf deine Aufnahme gespannt, muss ich ja, sagen. Ja, ich bin auch gespannt. Also mein Brustgurt ist sehr viel hin und her gerutscht und ich konnte heute endlich den Brustgurt mal anhaben. Also der ist immer hin und her gescheppert. Ich bin gespannt, wie die Aufnahme ist. Ihr seht ist. Das ja gleich. Genau. Oder jetzt. Ja. Genau, also das war auf jeden Fall Troy. Mega geile Achterbahn. Und wenn man sie von außen anguckt, du hast uns ja diese Stelle gezeigt, wenn die durch die Kurve fährt, ja. Das Ding wackelt, das arbeitet, das ist Holz. Es muss arbeiten und es tut es einwandfrei. Wirklich mega. Sehr cool. Was war danach? War danach schon Phoenix? Sind wir nicht Zwirbelwind gefahren? Dann sind wir ja Zwirbelwind gefahren. Zwirbelwind ist ein, das musst du mit deinem Fachwissen. Mein Fachwissen. Das ist ein Coaster von Mack, ein Spinning Coaster von Mack. Ein Spinning Coaster. Spinning Coaster. Sind vier Gondeln praktisch. Genau, hintereinander. Und die fährt hier durch die Landschaft, durch den Wald und ihr seht das. Ja, mit Musikuntermalung. Genau. Und du kannst vorwärts fahren, du kannst rückwärts fahren, du kannst im ersten Waggon fahren, im zweiten. Und es ist jedes Mal eine komplett andere Fahrt. Die erste Fahrt war noch relativ ruhig, die wir hatten. Ja. Rückwärts erstmal diesen Hügel, wir sind rückwärts hochgefahren. Aber die ist auch, glaube ich, in der Aufnahme zu sehen wahrscheinlich. Oder vielleicht auch vorne, ist auch egal. aber die letzte Fahrt, die wir gemacht hatten, da waren wir zu viert alle drin in einem Waggon. Das war der komplette Waschgang des Tages heute. Wir haben uns einfach nur gedreht. Der Tornado. Also das Ding ging richtig ab und macht richtig Spaß. Ist eine sehr ruhige Fahrt, sehr angenehm, sanft, smooth criminal. Smooth criminal, genau. Ja, ist eine richtig, richtig tolle Bahn. Mega. Ja. Aber ich könnte sie jetzt gar nicht so in meine Top 10 Bahnen reinmachen, würde ich sagen. Aber sie ist halt einfach eine schöne Bahn. Ja, es ist eine schöne Bahn, finde ich. Ja, also die kann aber sehr wild werden. Das haben wir halt festgestellt heute. Das haben wir wirklich festgestellt. So, dann war dann Phoenix. Dann Phoenix. 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 Haben wir dann Phoenix gemacht? Ja, ich glaube, Ich glaube. Ja, wir hatten dann hinten, wir sind dann hinten rum in dem Avalon-Land rumgegangen. Genau. Sind wir nicht noch erst in dieses Hoch-Runter-Ding? Ach, diese neue Attraktion dort ist ganz okay. Watchtower, ja. Der Watchtower ist ganz okay, das Ding. Ja, ist nichts Spektakuläres, den kennt ihr, wenn ihr im Disneyland schon mal wart. Das ist jeder war im Disneyland schon mal. Was hoch und runter fährt, außer ich. Ja, ich auch. Und ja, nichts Spektakuläres, aber sehr, sehr, sehr schön gemacht und passt da auch gut hin. Ja, also das haben sie schön gemacht, ist für die Familien schön. Ich finde, es hat sich jetzt für uns nicht gelohnt, sich da anzustellen. Nein, das hätte ich mir eigentlich im Nachhinein eher am liebsten gespart, um es ehrlich zu sagen. Ja. Den Pixarus haben wir erstmal, ne? Pixarus heißt da, haben wir erstmal die ganze Zeit umschifft und sind dann zum Phoenix gegangen und. Da war es richtig geil. Die Fahrt macht wie immer noch mega Spaß. Wir sind auf die hintere Seite gegangen. Genau, auf die linke Seite. Da das Glück, dass wir drei Fahrten direkt hintereinander heute morgens machen konnten. Ja, war mega. Perfekt. Wir mussten zwar ein bisschen hin und her hoppen, aber die haben uns gelassen. Ja, das war auch sehr nett vom Personal. Mega, wirklich. Und ihr seht ja die Fahrt im Hintergrund, die ist einfach auch super angenehm, super smooth. Und wobei ich sagen muss, ich fand den äußeren Flügel etwas ruppiger als den inneren Flügel, muss ich schon sagen. Ja, okay. So ein bisschen. Du meinst jetzt den Außenplatz? Den Außenplatz, gegen den Innenplatz. Gegen den Innenplatz, okay. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass da so ein Unterschied herrscht. Aber ich finde die Streckenführung einfach mega geil. Sie sieht von außen mega geil aus. Ja. Mit diesem neuen Pixarus in der Mitte, dieses Element, dass du jetzt so nah da drum fährst, ist einfach Zucker. Aber wir haben schon gesagt, man hat das Gefühl, als wäre das schon immer da gewesen, als gehört das einfach dahin. Also haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und was mich auch erstaunt hat, was du heute gesagt hast, ist, dass die länger ist als Flug der Dämonen. Dämonen. Ja, genau. Flug der Dämonen. Ist in der Tat so. Es ist die längste in Europa, die hier im Toverland steht, aber tut sich nicht viel. Gibt auch nicht viel in Europa, ne? Gibt nicht viel in Europa, nein. Ist aber die längste. Ist aber die längste. Ja. Aber auch nicht erwähnenswert, 60, 80 Meter länger oder so. Und die haben von heute Morgen früh an direkt zwei Wagen fahren lassen. Und das war halt der Grund, warum wir da sitzen bleiben konnten. Wie im gesamten und Park, muss man sagen. Wartezeit war top. Ja, war Troy immer. Auch. Troy war auch immer zwei Betrieb. Bis zum Ende zwei Zugbetrieb. Egal, wie lange die Wartezeiten waren. 15 Minuten. Ja, also das hat sich definitiv Eintrittspreis ja ungefähr 30 Euro. Lohnt sich einfach sowas schon mega. Ja. Einfach, du kannst so viel fahren für das Geld. Deswegen, ich kann diesen Park einfach nur empfehlen. Vor allen Dingen für Familien ist er natürlich empfehlenswert. Genau. Mit Kindern. Hier gibt es für jeden was. Mittlerweile gibt es hier für jeden was. Für Leute, die Achterbahn mögen, hast du was. Für die Familien hast du genug. Für die Kiddies, für die ganz Kleinen. Also hier kann jeder mit Family kann hier jeder hin und Spaß haben. Ja. Und wenn es regnet, kann man drinnen auch ein bisschen was machen halt. Aber gut, das Thema hat ja jeder Park so ein bisschen. Genau, richtig. Danach waren wir dann noch bei den Boosterbikes. Ne? Genau, das Boosterbikes. Ja, das ist ja auch für mich das Highlight des Parks, irgendwie, weil das Ding gibt es ja nicht überall sowas. Also Boosterbikes ist eine richtig geile Bahn. Ich finde diese Fahrt an sich super angenehm. Man sitzt angenehm da drin. Ja. Also richtig, richtig gut. Und
Ich habe in der ersten Reihe gefilmt, ja. Das seht ihr jetzt hoffentlich auch, weil ich habe von außen nämlich gar keine Aufnahme. Und die schepperte auch gut. Also die fand die, ich finde den Hügel, aber ich glaube, dann ist hinten doch besser. Also ja, zum Fahren hinten, zum Filmen vorne natürlich besser. Ja, klar. Logischerweise, aber ist eine schöne Fahrt. Thematisierung null. Null. Zwei grüne Wiesen, das muss reichen. Ja, das reicht. Und ja, aber war die erste Außenachterbahn hier, sagst du ja, ne? Hier ja, genau. Irgendwas um mich rum. So, ja, nee, Boosterbikes immer wieder toll. Ja, also mega, echt ein cooles Teil. Danach sind wir reingegangen, glaube ich. Ne? Dann sind wir diese Bobbahn gefahren. Genau, Maximus Blitz, ja. Maximus Blitz heißt die. Wobei, die sind wir relativ am Anfang gefahren. Oder die sind wir davor gefahren. Ja, genau. Aber auch das immer wieder. Also es ist eine Bobbahn mit einem eigenen Antrieb. Genau. Und dieses, ich finde das Feeling cool schon, wenn du in der Station bist, dieses schweizerische oder so. Ja. Oder deutsche, man weiß es nicht so genau. Dieses bergische Feeling kommt halt auf und die Fahrt, ich finde das cool irgendwie. Ja, was anderes. Ja. Erlebt man nicht so oft im Park. Nee, und ich habe einfach die ganze Zeit Vollgas gegeben, ist scheißegal, du kannst, da kann nichts passieren. Nein. Ich bin Vollgas gefahren und als dieses Fotoding kam, hat er einmal kurz gebremst, weil wahrscheinlich... Fürs Foto. Genau, fürs Foto. Naja, aber ist, kann man mal gemacht haben. Also ist ein nettes Ding. Ganz nettes Ding. Kann man mitnehmen. Muss man mitnehmen. Die Indoor-Wasserbahn will ich noch erwähnen. Nee, oder will ich doch die Indoor-Achterbahn... Oh, die Achterbahn. Wie heißt die? Toast Express. Siehst du, der kann die ganzen Namen. Ein Vekoma Kiddie Coaster oder ein Family Coaster. Also... Auch, also ich finde für einen Kindercoaster, finde ich die echt, die hat Dampf. Ja, echt Dampf. Also ich habe ja schon, bevor wir damit gefahren sind, ich bin heute das erste Mal mitgefahren, habe ich schon gesagt, meine erste Achterbahn war eine Marienkäfer-Achterbahn. Ich glaube im Fort Fun. Wie jeder. Und ich finde, die ist heftiger als die Marienkäferbahn. Ja, die hat was. Schon. Die hat was. Ja, die ist geht schon, ganz gut. Ja, ist schon ordentlich. Ja. Ja. Dann kam die Wasserbahn. Dann kam die Wasserbahn, da habe ich gar keine Aufnahmen von, glaube ich. War die sieht man irgendwo so in der Halle hinten. Wasserbahn, wir sind nass geworden. Wir waren zu viert drin. Du fährst einmal rückwärts einen kleinen Hügel runter. Dann finde ich das Komische beim Hochfahren. Während du schräg hochfährst, dreht die Bahn sich wieder um. Also wollen wir das nicht schon vorher machen? Ne, warum? Nicht. Das ist wahrscheinlich trotzdem wegen dem Gefühl nochmal. Im Lift drehst du dich um. Habe also, ich so auch noch nie gesehen. Das war hier auch das erste Mal, dass ich das so erlebt habe von der Wasserbahn. Ja, und es gibt ja quasi nochmal so ein Wendeding zum nächsten Runterfall-Drop-Ding da. Genau. Und der, also wir sind gut nass geworden, aber heute bei über 30 Grad oder um die 30 Grad war es eine schöne Erfrischung. Ich hab's genossen. Und war noch irgendwas? Nee, am Ende sind wir nochmal Phoenix. Ah, Pixarus. Komm, Pixarus, den Skyfly sind Pixarus, wir noch. Achso, wir sind noch Pixarus und die Mountain Rafting-Bahn gefahren. Ja, genau, stimmt. Pixarus gefahren war bei mir enttäuschend. Ganz schwache Leistung, ganz schwache Leistung. Also es schafft kaum jemand da Überschläge. Außer die erste Reihe vorne. Ja. Die ersten Reihen, die sind so bei 10, 20 Überschlägen gewesen. Man hat auch das Gefühl gehabt, dass diese Dinger, die sind noch nicht so eingegroovt. Nee, die sind noch zu neu. Sehr schwerfällig. Ja. Also ich habe einen Überschlag laut der Statistik hinbekommen. Aber ansonsten, muss man noch ein bisschen üben. Wir warten noch ein bisschen, bis das Ding durchgerockt ist. Und dann geht das vielleicht ein bisschen besser. Oder wenn es windiger ist. Aber trotzdem geile Stelle für so ein Ding. Ja. Also, wenn du da mal durch die Gegend guckst, wenn du da oben bist, wenn man mal da Zeit dafür hat, das sieht schon geil aus. Ich meine, das ist eine einfache, wie nennt man das, Flatride? Ganz normal. Das ist ein Flatride. Der mehr kann man den nicht thematisieren, diese Vorgebäude da drin, wie du da reinkommst überhaupt erstmal unter dem unter Phoenix durch. Ist schon cool gemacht. Also sehr geil gemacht. Ja. Django River. Django River, ja, genau. Sind wir auch gefahren und man wird kaum nass eigentlich da drin. Aber es ist eine schöne Wildwasserfahrt. Falsch, ja, genau. Zum nass werden nicht das Richtige, aber... Ja, es ist mal fett schnell durch dieses Wildwasser durch. Die wird auch ganz schön wild am Ende, ne? Die ist wild. Ja, aber nass wird man nicht. Ja, also aber war ganz nett mal zu fahren auf jeden Fall. So, das waren eigentlich, glaube ich, so die Hauptdinger da. Man kann noch ein paar kleinere Sachen mitnehmen. Die Schiffsschaukel wird gerade repariert wohl, ne? Genau, eine Wartung, die ist gerade weg. Die haben sie aus dem Park verschifft, die kommt aber wieder. Kommt wieder zurück, alles kommt wieder her. Und ansonsten, es gab wenig Ausfallzeiten. Ja. Hatten wir. Ja. Und einmal hatten wir bei Dwirbelwind beobachtet, dass die auf dem Lift stecken geblieben sind. Die standen am Lift eine ganze Weile. Und der Grund ist interessant. Das, was wir aus der Ferne beobachten konnten. Habe ich auch gefilmt. Hast du gefilmt? Die standen da, dass sie da oben standen. Da kannst du das einblenden. Das ist aber super klein zu sehen, glaube ich. Du kannst es einblenden. Da hat der Mitarbeiter, so wie es aussah, den Notaus beim Hochfahren gedrückt, weil er mit seinem Handy rumgespielt hat, das Handy rausgeholt hat. Also sind die Parks sehr konsequent. Kein Handy nehmen. Alles schön Brustgurt, da hat keiner was gesagt. War alles okay. Also, da hat dann das Handy abgenommen und ich weiß nicht, ob der verwiesen wurde danach. Das weiß man ja nicht. Aber egal. Auf jeden Fall ermahnt.
Also da muss man aufpassen. Genau. Macht das nicht. Ja, böse, böse. Nee, aber trotzdem, allgemein, Toverland ist echt ein geiler Park. Ja. Jahreskarte kostet 130 Euro, sagst genau, du. Und man kann auch in einige andere Sachen in Holland damit genau, noch gehen. Man kommt in einige Tierparks und Freizeitparks umsonst oder hat Prozente, 20%, 30%, 40%, je nach Dings. Also wer in der Nähe von Holland wohnt, der sollte sich das echt überlegen. Kommt mal hierher. Ihr könnt auch hier reingehen. Und wenn ihr merkt, das ist der Park, könnt ihr noch das Jahresticket kaufen und dann ist das irgendwie noch mit drin. Ihr könnt das heute, wenn ihr heute im Park seid und kauft euch die Jahreskarte, dann bekommt ihr euren Eintrittspreis für den heutigen Tag zurück. Wir bekommen dafür kein Geld vom Toverland, leider. Leider nicht. Aber ich will das einfach mal erwähnen, weil es echt ein cooler Park ist. Und ich sehe hier sehr viel Potenzial noch für noch mehr und alles geil. Ja. Ja, dann würde ich sagen. War das der Tag im Toverland? Das war der Tag im Toverland. War sehr cool und super Runde auch. Hat Spaß gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt geht's auf den Heimweg. Ab nach Hause. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da, ein Abo, wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.